Herzlich willkommen beim Bastelschwaben. Wir sind ja mit unserer Reihe vom Drechselkurs eigentlich schon fertig und ich habe angekündigt, dass ich noch drei Videos hinterher schiebe. Und heute schauen wir uns einmal die Eisen an mit diesen Hartmetallblättern drauf. Und bleibt so dran, nach dem Intro geht's los. Ich habe es euch ja im Drechselkurs schon angekündigt gehabt, dass ich auch Drechseleisen habe, die ja sogenannte Hartmetallbestückung oder Plättchen drauf haben. Und da kommen wir heute mal ganz kurz drauf zum Sprechen über die drei Eisen, die ich habe, für was ich die hernehme und für was ich finde, dass die gut sind. Und ich gehe aber auch auf ihre Nachteile ein. Schauen wir uns da in allererster Linie mal diese drei Eisen an, die ich habe. Wir haben hier das erste Eisen, das wir haben, das seht ihr, das ist hier so eine Diamantraute. Das Eisen nehme ich ausschließlich her, um Verzierungen reinzumachen ins Holz. Also so kleine Nuten etc. Also ich wüsste nicht, dass ich das jetzt schon mal für irgendwas anderes genommen hätte oder auch versucht hätte zu machen. Das war damals ein Dreier-Set, das war dabei und ich hab's halt jetzt. Ob ich den jetzt unbedingt brauchen würde, das ist eine andere Frage, weil das, was die Spitze hier macht, das kann ich wahrscheinlich auch mit dem Meißel machen. Aber wie gesagt, ich hab's und ich hab's euch gezeigt. Dann haben wir noch mal was. Wir haben hier diese gerade Platte. Mit dem Eisen tue ich viel Schaben. Und ich tue auch viel Rinde wegmachen damit. Was mich bei dem Eisen am meisten stört, ist, dass wenn ich da unvorsichtig bin, dass mir da sogar zwei Stück stehen bleibt. So hackt sich das ein. Warum das so genau so ist, weiß ich nicht. Wenn mich jetzt jemand fragt, was eigentlich genau die Anwendungsgebiete sind von den Eisen, da möchte ich mir jetzt auch nicht unbedingt darauf versteifen, dass ich das hundertprozentig weiß. Ich nehme es her, um Oberflächen sauber zu machen. Ich nehme es auch zum Teil mit der Schneide nach unten her zum Schaben. Das funktioniert nämlich wirklich ganz gut. Und wenn ich gerade Flächen machen muss. Aber das ist auch mit Vorsicht zum Genießen. Ich habe es auch schon versucht, das Teil zu drehen, damit ich einen ziehenden Schnitt reinkriege. Aber da eignen sich diese Eisen eher weniger dazu. Dann haben wir eigentlich meine meistverwendeste Röhre. Das ist die mit dem runden Blättchen. Und die kriegt bei mir auf jeden Fall Anwendungsgebiete jede Menge. Also die nehme ich sogar ziemlich oft her. Speziell, wenn es jetzt darum geht, das zeige ich euch nachher mal, wenn es mal darum geht, dass ich da drin mal eine Rundung rausmachen muss. Der große Vorteil daran ist, ich muss nicht auf die Stellung und auf den Winkel von meinem Eisen achten, sondern durch das, dass ich hier ein rundes Blättchen habe, ist es im Prinzip egal, wo ich da jetzt bin und wann ich anfange. Weil mein rundes Blättchen ist ringsrum scharf. Der größte Vorteil von den Eisen ist für einen Anfänger empfehlenswert, weil die wirklich leicht zum Handhaben sind. Und der andere große Vorteil ist, du brauchst es nicht schärfen. Also wenn jetzt einer keine Schleifmaschine hat oder keine Schärfmöglichkeit hat für seine Drechseleisen, der ist mit sowas, und das sage ich wie es ist, mit Sicherheit gut beraten. Es ist ein Kompromiss zu den guten Eisen, die man zum Drechseln hernimmt. Man erreicht einige Sachen nicht, wie man es mit den guten Eisen erreicht, aber es ist durchaus ein Eisen, mit dem man hergehen kann und mit dem macht man mal eine Schale, mit dem macht man mal einen Zapfen oder sonst irgendwas. Kann man mit dem wunderbar machen und da ist es auch mit Sicherheit das richtige Anwendungsgebiet. Also klipp und klar, wenn einer keine Schleifmöglichkeit hat, um solche Eisen zu schleifen, dem kann ich sowas durchaus empfehlen. Es ist vielleicht die Frage, ob man dann etwas, weiß ich, von einem englischen Hersteller oder von einem Fachhändler so ein Multitool nimmt, also so ein Systemtool, da wo man mit einem Griff dann viele Sachen machen kann. Ich habe das mal mit denen ausprobiert, ich habe das mal von einem Zuschauer bekommen und das Set liegt irgendwo so bei um die 80, 90 € für drei Eisen und das finde ich, das ist ein guter Preis. Genug geschnackt, wir haben ja immer noch von unserem Drechselkurs diesen Teller drin und dann hätte ich ja mal gesagt, dann gehen wir doch einfach mal her und schauen uns an, was wir damit machen können. Fangen wir als allererstes einmal mit diesem Werkzeug an und machen einfach einmal ein paar schöne Verzierungen rein. Für was man den sonst noch nehmen kann,
Könntest du mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber ich verwende ihn also ausschließlich für sowas. Wie ihr seht, bin ich jetzt durch das, dass das Eisen so dick ist, relativ hoch droben. Aber das ist mir auch lieber, weil durch das, dass der hier so einen starken Rücken hat, passt mir der sonst nicht in Kanten rein, in die Rundung rein. Also, ihr seht schon, da kannst du jetzt hergehen. Also man kann eine schöne gerade Flanke machen, man muss es bloß gut festhalten, weil natürlich enorme Seitenkräfte auf das Ganze draufkommen. Aber das ist vielleicht der Vorteil von dem Ganzen. Das möchte ich dem jetzt so nicht mal absprechen. Aber ihr seht, man kann wunderbare Verzierungen machen. Man könnte jetzt auch von der Seite her noch so reinstechen. Und könnte jetzt hier solche Verzierungen machen. Man könnte jetzt hier sogar einen Kegel hindrechseln. Das könnte man mit dem jetzt genauso machen. Aber wie gesagt, ich nehme dieses Eisen ausschließlich her, um Oberflächen, also so Rillen reinzumachen oder Verzierungen reinzumachen. Zu mehr nimm's ich nicht. Als nächstes haben wir das Eisen. Das gibt es in zweierlei Versionen. Das gibt es hier mit der geraden, also mit einem vollkommen geraden Kante und es gibt hier mit dieser leicht angerundeten Kante. Ich habe es so. Ich weiß nicht, wie ich euch das jetzt an dem jetzt am besten zeige, weil das ist jetzt echt ein bisschen ein komisches Eisen. Also ich nehme es immer her, wenn ich irgendwelche Sachen glatt machen muss. Und ich nehme es so ab und zu mal her zum Schaben. Aber zum Schaben ist das eher ungeeignet. Ihr seht, ich habe jetzt hier eine schöne, ich weiß nicht, ob ihr es genau sehen könnt, aber ich habe jetzt hier eine wirklich schöne glatte Oberfläche erreicht, durch das, dass ich jetzt geschabt habe damit. Warum ich das Eisen relativ ungern nehme, das müsste ich euch jetzt auf einer Außenfläche zeigen und das macht auch nicht wirklich Spaß damit. Also, das heißt, ich versuche es mal zu zeigen. Der große Nachteil an dem Eisen, dass das auf einem runden Stab aufliegt, habe ich schon mal versucht. Habe mir gedacht, okay, das hebst du jetzt mal so. Merkt ihr, ich weiß nicht, ich spüre es nur mit der Hand, aber das ist ein unglaublich unruhiges Verhalten von dem Eisen. Der große Vorteil von den Eisen, das muss man klipp und klar sagen, das ist halt wirklich, die werden nicht stumpf. Also ich habe die Eisen jetzt schon wirklich lang und ich habe da noch kein einziges drehen müssen. Also die Haltbarkeit von den Teilen ist wirklich enorm. Für was ich das wirklich am meisten hernehme, das Eisen, das ist so, ich schrubbe damit Rinde weg. Weil das wirklich so wunderbar unempfindlich ist. Da musst du es zwar richtig festhalten, weil das ist dann schon, das reißt schon mal richtig dran. Aber das funktioniert wirklich gut. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Eisen, das was für mich eigentlich am meisten Bedeutung hat und das was ich auch wirklich wahnsinnig viel hernehme. Das ist nämlich so zum Aushöhlen, zum Außenkonturen machen, zum. Ich gehe da jetzt gar nicht auf eine Außenkontur ein, ich bleibe da jetzt innen in der Schale drin. Das Video muss jetzt nicht überragend lang werden. Da gibt es nicht viel zum drauf aufpassen. Ihr habt einen starken Rücken, das heißt in kleine Rundungen kommt es hier nicht wirklich gut rein. Aber ansonsten ist das Ding gut zum Haben und wo ihr halt aufpassen müsst, wenn ihr mal auf die seitlichen, wo ihr aufpassen müsst, das ist, wenn ihr auf die seitlichen Flanken kommt, dass ihr diesen seitlichen Kippmoment habt. Das dürfte auch der Grund sein, warum das das einzige Eisen ist, was im Gegensatz zu den anderen beiden einen Vierkantstab hat, statt einen runden. Aber auch das zeige ich euch jetzt einfach mal.
Und ihr seht schon, ich muss es da nicht, weiß der Teufel, wie meine Eisen drehen, damit ich immer einen richtigen Anstellwinkel habe, sondern ich ziehe das Eisen jetzt einfach mal so nach außen. Habt ihr jetzt am Video am besten gesehen, also beim Drechseln. Das ist der große Vorteil, speziell wenn jemand anfängt mit dem Drechseln, der muss hier nicht immer auf den richtigen Anstellwinkel achten. Das ist sein wirklich größter Vorteil. Das war auch der Grund, warum ich die eigentlich so gern hergenommen habe, weil am Anfang kannst du halt wirklich viel damit lernen. Auf der Außenseite kannst du halt auch schön drechseln, natürlich mit Vorsicht zum Genießen, immer mit Vorsicht genießen, aber das Ding verzeiht dir ganz, ganz, ganz viele Fehler. Und wenn halt wirklich einmal so wie jetzt, jetzt hast du halt hier wieder im Stirnholzbereich wieder diese extrem rauen Oberflächen, da kannst du das Ding auch mal, ohne dass es gleich stumpf wird, einfach mal umdrehen. Du bist bei dem Eisen einfach auf keine Richtung angewiesen. Und jetzt sind wir, und ihr seht schon, jetzt sind von diesen rauen Stellen, sind die meisten schon weg. Also mit den Eisen für einen Anfänger gebe ich hier klipp und klare Kaufempfehlung. Jeder muss sich natürlich beim Drechseln einmal ein bisschen dafür entscheiden, was er möchte und was er hat. Und vor allen Dingen, wie viel Geld er ausgeben möchte. Meine persönliche Meinung ist, es spricht überhaupt nichts dagegen, mit billigen Eisen einmal anzufangen, um die Grundbasics zu lernen, zum Beispiel beim Drechselkurs mit so einem billigen Eisen zu machen. Da lernst du die ganze Menge drüber. Und wenn halt einer die Schleifgelegenheit nicht hat, es ist halt auch mal gleich ein Schleifklotz mit eine Schleifmaschine mit den dazu passenden Vorrichtungen, da bist du auch mal gleich, sage ich mal, 300 bis 500 Euro los, da brauchst du dich gar nicht umdrehen. Also in dem Bereich geht es dann wahrscheinlich an. Und wenn ihr einen Doppelschleifer nehmt und macht ihm dann eine CBN-Scheibe auf, also so eine Kunstdiamantscheibe, das ist auch für Anfänger eigentlich nicht unbedingt die optimale Lösung, weil man muss halt schon wirklich aufpassen auf die Wärmeentwicklung. Weil was der CBN genauso wenig mag wie der Diamant, ist Wärme und Druck. Und auch da muss man zuerst einmal ein bisschen üben und muss das Ganze mal lernen. Das schaut bei anderen vielleicht immer so toll aus, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, wie viel die schon Eisen geschliffen. Kurzes Fazit, diesen Runden, den kann ich auf jeden Fall empfehlen und den noch dazu, dann habt ihr zwei gute Eisen, mit denen ihr ganz schön was anfangen könnt. Das Eisen, das ist eher so, es soll wahrscheinlich eher so ein Abstecher darstellen, also ein Abstecher und ein Schaber darstellen. Man kann mit dem mit Sicherheit auch abstechen, aber schaut euch die Form an, also da wird der Spalt dann irgendwann riesengroß. Also da musst du dann schon mächtig aufpassen, dass du nicht irgendwo reinkommst, wo er zum Zwicken anfängt. Die großen Nachteile von denen sind einfach, dass ich in der Oberflächenstruktur nicht so sauber arbeiten kann wie mit meinen Röhren. Dass ich nicht immer überall da hinkomme, wo ich möchte, weil die halt vom Aufbau her unheimlich dick sind. Und dass ich halt schon Abstriche machen muss mit dem, was ich dann drechsel. Zum Anfangen kann ich die zwar am Anfänger empfehlen, die sind vor allen Dingen dann, weil sie recht gutmütig sind, weil sie auch ganz viele Fehler mal verzeihen, im Gegensatz zu den klassischen Röhren. Trotzdem muss ich aber sagen, dass ich am Anfänger eher empfehlen würde, kauf dir für, sage ich mal, für 50 Euro so ein billiges Set, wie es ich habe, und fang mit dem an, weil dann lernst du wenigstens einmal die Schnitte. Mit denen lernst du die Schnitte nicht, du bist halt dein Leben lang am Kratzen. Weil mit dem Eisen versuchen, einen ziehenden Schnitt zu erzeugen, das funktioniert nicht. Da sind Seitenkräfte drauf, mit denen, wo ihr niemals klarkommt. Ist zumindest einmal meine persönliche Meinung. Wahrscheinlich gibt es wieder Profi-Drechsler, die da jetzt aufschreien und sagen, ja, natürlich geht das. Das geht nämlich so.
Aber dann bitte gebt mal in die Kommentare einen Link dazu, wo man sich das anschauen kann, dass das so funktioniert, weil ich mache es nicht. Das war der Teil mit meinen hartmetallbestückten Eisen. Der nächste Teil machen wir jetzt mal meine billigen Eisen. Und dann kommt noch ein letzter Teil, wo wir auf die Oberflächenbehandlung und das Schleifen eingehen. Das ist ein Thema, wo beim Drechseln einfach dazugehört und wo ich mir denke, dass man euch da ganz viele Tipps geben kann. Und so lange bleibe ich jetzt euer Bastelschwabe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.